Hallo und herzlich willkommen bei Gabriel Knight. Ja, wundert euch vielleicht, weil das hatten wir doch alles schon. Die zwei wissen wir schon, wer es ist, Wilkes und Madeleine, und die Orte haben wir auch schon gefunden. Aber ich habe in der letzten Folge, beziehungsweise einen Moment bitte, lasst uns doch erstmal hierher fahren. So. Ich habe in der letzten Folge nämlich ein kleines Problem gehabt. Ihr wisst, dass wir hier das letzte Mal aufgehört haben. Moment, ich gehe mal hier rein. Dann ist das, glaube ich, auch pausiert, das Spiel. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, hier haben wir aufgehört. Und jedes Mal, wenn ich hier weggefahren bin, war die Zeitebene von 14 bis 16 Uhr, in der wir uns befinden, beendet. Und wir waren auf, ich glaube, 16 bis... Nee, auf 18 bis 20 Uhr. Und das ist blöd, weil zu diesem Zeitpunkt war auch Wilkes und Madeleine schon wieder weg. Und ich wollte eigentlich unbedingt noch mit denen reden. Wahrscheinlich gehört es einfach zum Rätsel, damit es weitergeht. Sobald man die hier hat und nochmal weggefährt, dass die Zeit sich ändert oder wie auch immer. Auf jeden Fall fand ich das nicht so besonders toll und habe gesagt, ich mach das nochmal neu und hab noch bis jetzt hier nochmal nachgespielt. Das heißt, am Bahnhof waren wir jetzt schon. Das habe ich nochmal nachgeholt. Die zwei haben aber jetzt noch nicht verfolgt und alles. Ja. Wie gesagt, ich fand es einfach wichtig, auch für die Story her, dass wir mit denen vorher noch reden. Ich hoffe, es hat sich auch gelohnt. Auf jeden Fall, deswegen haben wir halt das jetzt nicht. So. Aber als allererstes fangen wir an, diese Gegend hier zu erkunden. Die kleben hier sogar an ihre Bergeetiketten. So, und da geht's auch noch weiter. Ich habe meine Wanderstiefel nicht dabei. Wo wir allerdings nicht hinkommen. Gut, dann, was haben wir hier? Roc Nègre, schwarzer Felsen? Ja, da kommt Wilkes, aber den verfolgen wir jetzt erst einmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Oh, wo kommt ein Gabriel her? Über den Felsen? So. Hier haben wir so wie es aussieht, nur das hier. Das ist ein verdammt großer schwarzer Fels. Ja, und wie es aussieht, war es das auch. So, auf der Seite. Château de Blanchefort. Können wir auch lang gehen. Was wir auch gleich machen werden. Dass das mit der Zeiteinheit so blöd gelaufen ist, das nervt mich ein bisschen. Man kann echt nicht sagen, wann kommt die neue Zeiteinheit und wann nicht. So, da unten haben wir auf jeden Fall ein Haus. Und hier geht auch der Weg weiter. Gehen wir erstmal hier lang. Da haben wir Ruinen. Das ist das Grundriss des Chateaus, das hier gestanden hat. Gut. Und ansonsten haben wir hier noch das hier. Montcadou muss dieser große Berg auf der anderen Straßenseite sein. Und wenn wir hier schon sind, können wir uns auch gleich mal dieses Fernglas, was wir haben, ausprobieren. Wir haben ja ein Fernglas noch bekommen, da wir ja zur Tourgruppe gehören. So. Jetzt können wir hier schauen. Da. Da können wir zum Beispiel reinzoomen. Und wir sehen... Na? Bei Jolie. Und ich dachte, der wäre eigentlich weggefahren. Aber anscheinend hat er sich nur das Motorrad geliehen und das war es auch schon und ist noch da geblieben. Ich dachte, ich hätte auf jeden Fall gesehen, dass er... sich schon eingetragen hätte. Da haben wir auch noch was. Und da haben wir auch was.
Auch noch ein paar Ruinen, wie es aussieht. Okay. Mehr habe ich beim letzten Mal, als ich es kurz angespielt habe, bevor ich dieses Problem hatte. Ich habe nämlich schon eine Aufnahme gehabt, bevor es das aufgetreten ist. Geht's auch weiter? Ah, da geht er zurück. Mehr habe ich da auch nicht gefunden gehabt. Da habe ich noch ein bisschen intensiver gesucht, ganz ehrlich gesagt. So, dann gehen wir zu dem Haus. Und da habe ich lange rumgerätselt, wer das denn sein könnte. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Kreuze. Vielleicht Kaninchen kreuzigen? Nein, das bezweifle ich. Da haben wir an den Fenster, haben wir festgestellt, dass da ein Dings ist. Ein Loch. Das nenne ich ein bewohntes Aussehen. Da ist ein Loch im Fenster, aber kein sehr großes. So, was habe ich sonst noch gefunden? Da haben wir noch einen Brunnen. Ziemlich groß für ein Gartenschmuckstück. Nein, wirklich nicht. Da unten ist nichts als Wasser. Na, dann wollen wir nicht. Dann gehen wir nicht raus. Hier würde es, glaube ich, wieder zurück zur Straße gehen. Dann haben wir natürlich noch dieses Auto, dieses schöne. Das muss Chesters Auto sein. So. Und mehr habe ich hier draußen auch nicht gefunden gehabt. Von daher habe ich beim letzten Mal, und das machen wir jetzt auch, logischerweise, angeklopft und mit Larry Chester gesprochen. Und das dauert ein bisschen, bis der da ist. Hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das hoffe ich. Mein Name ist Knight, Gabriel Knight. Der Abbé von Rennes-le-Château hat Sie als Experten über die Tempelritter empfohlen. Ach, tatsächlich? Jawohl, er sagte, reden Sie mit Larry Chester über die Tempelritter. Dann sagte er, und lassen Sie mich wissen, was Sie denken. Nun, dann kommen Sie doch besser herein. Möchten Sie eine Tasse Tee? Nein. Danke. Nun denn, was kann ich für Sie tun, Mr. Knight? Na, wir können auf jeden Fall mal reden. Und zwar denke ich, reden wir als erstes über die Tempelritter. Deswegen sind wir ja auch schließlich hier. Ich habe im Museum gelesen, dass mehrere Gründer der Tempelritter und ein Großmeister aus dieser Region stammten. Das ist richtig. Verschiedene hatten hier ihren Sitz und ein Großteil des Landes gehörte ihnen. Das Château de Serre wurde über eine Art Templerfeste errichtet. So, weiter über die Templer. Warum wurden die Tempelritter der Häresie beschuldigt? Es gibt viele Theorien, aber die meisten Experten sind sich einig, dass König Philipp ihnen ihre Macht neidete. Er wollte ihr Land konfiszieren und damit natürlich auch den vermeintlichen Schatz. Unglücklicherweise haben sich die Templer ihr eigenes Grab geschaufelt, indem sie sich mit den Geheimnissen brüsteten, die sie im Heiligen Land erfahren hatten. Geheimnisse? Mystische Geheimnisse. Von Kabbalisten und arabischen Sterndeutern. Für die Christenheit war das natürlich nichts anderes als Hexerei. Diejenigen, die Abbitte leisteten, wurden freigelassen. Diejenigen, die es nicht taten, endeten auf dem Scheiterhaufen. Darunter auch Jacques Molay, der letzte Großmeister. Und danach haben sie sich ganz aufgelöst. Der Templerorden war nicht mehr richtig. Ja, das ist ja das Übliche, was es da als gibt. Über die Geschichten von damals. Jetzt fragen wir mal über Larrys Buch. Der Abbé hat erwähnt, dass Sie an einem Buch arbeiten. Ja, ich bin Historiker. Und Sie schreiben über die Tempelritter? Genau. Die Geschichte des Templerordens wurde zum großen Teil in dieser Gegend geschrieben. Deshalb bin ich zum Schreiben hierher gekommen. Ich mache sozusagen einen Studienurlaub, eine Pause. Eine Pause wovon? Ich unterrichte an einer Schule in Manchester. Okay, was haben wir da? Wir haben noch den Ort. Das ist eine gute Idee, denke ich, als nächstes hier drüber zu fragen. Gibt es einen Grund zu der Annahme, dass die Tempelritter etwas speziell hier gelassen haben? Es ist allgemein bekannt, dass die Templer in dieser Gegend Ausgrabungen gemacht haben. Sie behaupten, sie suchten nach den alten römischen Goldadern. Aber sie haben stets nur deutsche Arbeiter geworben, die sich nicht mit den Einheimischen unterhalten konnten. Das führte natürlich zu einigen Spekulationen. Okay, jetzt haben wir natürlich noch den Schatz. Die Tempelritter besaßen große Reichtümer, richtig?
Gold? Geld? Land? Absolut richtig. Und das wäre eine Möglichkeit, was den angeblichen Schatz hier angeht? Der Zaster, der Tempelritter? Ja, aber... Das glauben Sie also nicht? Die Tempelritter wurden vor ihrer Verhaftung noch gewarnt. Vielleicht zogen es einige vor zu glauben, dass die Kirche sie letztlich doch beschützen würde, aber wenigstens besaßen sie doch so viel Verstand, den Schatz beiseite zu schaffen. Wohin? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Auch in Irland oder Schottland zum Beispiel haben die Tempelritter ihre Spuren hinterlassen. Ja, und der Schatz wurde ja nie gefunden. Von daher, wer weiß, er könnte genauso gut hier sein. Jetzt haben wir noch diesen Heiligen Gral. Madame Girard hat erwähnt, dass der Heilige Gral manchmal mit den Tempelrittern in Verbindung gebracht wird. Ja, das stimmt. In vielen der frühen Gralslegenden werden die Ritter als Templer beschrieben, die einen weißen Umhang mit einem roten Kreuz tragen. Sie sagte etwas, dass Sie den Gral tatsächlich im Heiligen Land gefunden haben. Halten Sie das für möglich? Ja, allerdings. Okay. Nochmal über den Gral. Sie glauben also, die Tempelritter haben den Heiligen Gral in Jerusalem gefunden und hierher gebracht? Ich möchte es einmal so ausdrücken. Als die Templer 1118 gegründet wurden, waren es 9 Ritter. Ihr erklärtes Ziel war es, Pilger auf ihren Reisen zu beschützen. Aber sie haben über Jahre nichts dergleichen gemacht. König Balduin selbst teilte ihnen Quartiere im Tempel des Salomo zu und dort blieben sie 9 Jahre lang und machten Ausgrabungen. Doch 1128 änderte sich plötzlich alles. Die Templer kehrten nach Europa zurück und begannen Anhänger zu rekrutieren. Ihr Reichtum und ihre Macht wuchs in nie zuvor dagewesenem Maße. Sie glauben also wirklich, dass Sie den Gral gefunden haben? Ich denke, Sie nehmen die Legende vom Heiligen Gral etwas zu wörtlich. Im Mittelalter war es oft weiser und sicherer, sich in Allegorien auszudrücken. Wofür ist der Heilige Gral eine Allegorie? Ich habe das Gefühl, dass sich das innerhalb der nächsten 10 Jahre herausstellen wird. Okay, auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwas scheinen sie ja gefunden zu haben, das sie zu Reichtum und Macht geholfen hat. Verholfen hat, Entschuldigung. So, jetzt haben wir nochmal die Gesprächsoption über den Schatz. Wenn die Tempelritter ihre Schätze weggeschafft haben, wäre damit nicht die Gralstheorie vom Tisch? Vielleicht gab es einige Dinge, die zu groß waren oder zu ortsgebunden, um sie mitzunehmen. Nein, irgendetwas haben sie im Languedoc zurückgelassen. Da können Sie sicher sein, Mr. Knight. Okay, das war's mit dem Gespräch. Was haben wir denn sonst noch alles hier? Da haben wir auf jeden Fall ein Buch. Jawohl, er ist wirklich ein Schriftsteller. Nur Schriftsteller haben so viele Bücher. Ja. Das solltest du gerade wissen mit deinen 2 Büchern, die du geschrieben hast, Gabe. Können wir es lesen? Von hier aus kann ich es nicht erkennen. Und er wäre wahrscheinlich sauer, wenn ich es mitnehmen würde. Davon ist auszugehen. Jawohl, er ist wirklich ein Schriftsteller. Nur Schriftsteller haben so viele Bücher. Okay, da haben wir noch einen Computer. Ich persönlich ziehe ein altmodisches Handbuch vor. Ich nicht. Aber ja, Ansichtssache. Der Typ steht auf Karten. Der Typ steht auf Karten. Das Gemälde ist etwa so farbenfroh wie Larry selbst. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Da liegt noch was rum. Ne, kann man nicht anklicken. Und da haben wir einen Wecker, der auf 12 Uhr steht. Das ist eine Uhr. Ein Wecker. Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Aber was interessant ist, dass es so da relativ offensichtlich rumsteht. Das wird wahrscheinlich später nochmal wichtig werden. Danke für die Information, Mr. Chester. Gern geschehen. Warum interessieren Sie sich eigentlich so sehr für die Tempelritter, wenn ich fragen darf? Dürfen Sie. Und jetzt nochmals danke. Okay. Sehr abrupt das Gesprächsende. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und machen das, was wir das letzte Mal schon gemacht haben. Und zwar, wir verfolgen Wilkins, wo er hinfährt. So, dann müssen wir noch hier lang. Ah. So.
Und jetzt müssen wir warten. Also ich würde vorziehen, auf jeden Fall erstmal Wilkins abzufertigen und nicht Madeleine. Madeleine. Aber bis die kommen, würde ich noch ganz gern einfach einmal, nur um sicher zu sein, dass diesmal alles gut geht. 14 ist 16 Uhr, Teil 5. Dass alles sicher, dass alles passt. Einfach nochmal speichern, was ich auch gerade gemacht habe. So, und dann verfolgen wir Rollcars. Er ist noch einen kleinen Parkplatz gefahren. Gut, da gehen wir auch gleich hin. Diesmal kriegen wir, glaube ich, alles fertig. Wilkes treibt hier irgendetwas mit seiner Maschine. Ist wahrscheinlich die Hightech-Version einer Wünschelrute. Und wahrscheinlich nutzlos. Wie du meinst. FED-039A ist Wilkes Moped. Ich schätze, das sollte ich mir aufschreiben. Das hatten wir das letzte Mal ja auch schon gemacht. Und das machen wir auch dieses Mal wieder. Da kommt Madeleine, aber das geht jetzt noch nicht. Dann müssen wir auf die nächste vorwarten. Gut. Und jetzt gehen wir nachher hinten. Was zum Henker ist das? Okay. Was steht denn hier? Das ist eindeutig eine Touristenattraktion. Diese kleine Höhle wird in Karten der Region schon seit Jahrhunderten als L'Ermitage bezeichnet. Aber Ursprung der Eigentumsverhältnisse und Benutzung bleiben im Dunkeln. Mann, faszinierend. Davon muss ich unbedingt eine Postkarte nach Hause schicken. Okay, wie du meinst. Was ist das für ein Teil? Was zum Henker ist das? Ja, das frage ich dich ja. Ich denke ja nach, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, dann sollten wir vielleicht mal mit Wilkes reden. Hey Wilkes, wie läuft's denn so? Geht so. Was wollen Sie denn hier? Genieße nur die Sehenswürdigkeiten. L'Ermitage. Putzig. Ja, genau. Okay, das war kein großes Gespräch. Ah doch, jetzt können wir. So, was zum Teufel ist diese Maschine? Was ist das? Könnte ich Sie etwas wegen Ihrer Maschine fragen? Ja, allerdings. Ach kommen Sie, was soll das? Versuchen Sie einen riesen Sandwurm zu rufen oder was? Nutze Ihre Informationen nicht. Das ist ein hochempfindliches wissenschaftliches Gerät. Ja, das trifft auch auf einen Wurmrufer zu. Wurmrufer? Dune, der Wüstenplanet, falls ihr den nicht kennt, kann ich nur empfehlen. Also ist was auf dem Weg hierher? Sollten wir zu den Felsen laufen? Halten Sie den Mund, nein! Soll man nochmal fragen? Ja, ich glaube, ich mach das mal. Da, ein Riesenwurm. Holt die Harpunen. Ach, was soll's. Das ist ein seismischer Scanner, Knight. Und jetzt halten Sie endlich den Mund. Ein seismischer Scanner? Was macht ihr? Vergessen Sie's, Knight. Das ist meine Theorie. Soweit ich weiß, misst ihr die Dings. Bodendichte, Bodenschichten. Keine Ahnung, so gut kenne ich mich nicht mit aus. Fragen wir erstmal über den Schatz. Sie glauben echt, hier draußen ist ein Schatz? Oh, und ob es da einen Schatz gibt, Kumpel? Ja? Woraus besteht er denn Ihrer Meinung nach? Sie wissen doch, was die Freundin von Sonia gesagt hat, oder? Die Leute wandeln auf Gold und wissen es nicht einmal. Die Römer haben hier Bergbau betrieben und damals haben sie noch Sklaven für sie schuften lassen, stimmt's? Und dann gab's ja noch diese Könige hier in der Gegend. Diese Typen hatten doch immer haufenweise Gold. Davon muss doch noch was übrig sein. Ich schätze ja. Und der Kerl, der das Zeugs findet, ist auf einen Schlag stinkreich. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Kumpel. Der reiche Kerl, das werd ich sein. Okay, fahren wir nochmal über den Schatz. Sie scheinen ziemlich sicher zu sein, dass Sie den Schatz finden. Stimmt auffallend, aber Ihnen werde ich nichts davon erzählen. Brauchen also gar nicht erst zu fragen. Ach, wie nett. Und was ist mit dem Heiligen Gral? So. Sie glauben also nicht, dass der Schatz etwas mit dem Gral zu tun hat? Der Heilige Gral, Herr Gutmann. Wussten Sie, dass die Nazis hier das ganze Tal danach durchsucht haben? Nein. Was für ein Haufen Arschgesichter.
Hey, wissen Sie was? Ich habe immer gedacht, wenn ich mal einen richtig alten Kelch oder so finde, dann vielleicht so einen mit Diamanten dran, dann würde ich so tun, als wäre das der Gral. Besonders, wenn das Ding hier aus der Gegend kommt. Super Idee. Na klar. Wenn Hitler diesen ganzen mystischen Scheiß geglaubt hat, dann glauben ihn auch noch andere. Und machen dafür eine ganze Menge Knete locker. Aber wir wissen doch, der Gral ist der Becher eines Zimmermanns und nicht mit Juwelen besetzt. Also echt, schaut ja kein Indiana Jones an. Können wir jetzt hier noch rein? Nein, danke. Als ich das letzte Mal in einer Höhle herumgestöbert habe, hatte ich am Ende Haare auf den Handflächen. Ja, das war aus Gabriel Knight 2, als wir in die Höhle gegangen sind. Ja, erinnert euch? Ja, okay. Dann war's das hier. Aber ich finde, allein dadurch hat sich schon gelohnt, das Ganze nochmal von vorne zu machen. Jetzt müssen wir nur noch Madeleine verfolgen. Aber ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Dann verfolgen wir sie noch, dann können wir noch mit ihr reden und dann könnte es sein, dass es schon der nächste Zeitabschnitt beginnt. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!